Achtelfinalzeit bei GameTube versus Lederball. Martin und ich spielen das Achtelfinale Deutschland gegen Algerien, das heute Abend im Fernsehen kommt, beziehungsweise live gespielt wird. Wir haben deswegen wenig Zeit, wir müssen uns beeilen. So, deswegen, genau. Wir wählen gerade die Steuerungsart aus. Ich bin dagegen, dass du die zwei Tastensteuerung nimmst, weil das so eine Kinderscheiße ist. Das wird völlig falsch verstanden. Auf die zwei Tastensteuerung ist natürlich schwieriger. Man kann ja da nicht einfach entscheiden, spiele ich jetzt eine hohe Flanke, einen niedrigen Pass, sondern man muss mit den schwierigen Steuerungen klarkommen, aber ich nehme das auf mich. Da ich in der Gesamtpunktzahl oder Punkteleiter einen Punkt weniger habe, sollte ich eigentlich entscheiden können, welche Steuerungsvariante wir nehmen. Ja. Wie jetzt? Wenn, dann nehme ich aber auch zwei Tasten. Ja, mach doch, wie du willst. Wie? Wie kann man nur mit zwei Tasten spielen? Hey, ich hätte jetzt auch gerne so ein Senioren-Gamepad. Diese Senioren-Handys, so zwei große Tasten. Das ist ja so erbärmlich alles. Such mal deine Mannschaft aus. Wir müssen noch auswürfeln, wer... Ich habe schon gewonnen, siehst du? Wir müssen auswürfeln, wer Deutschland und Algerien ist. Ist das so erwähnt? Jetzt hast du schon die Kindervariante und jetzt... Du hast aber auch die Kindervariante. Das ist doch gar keine... Ja, aber ich habe die noch nie gespielt. Keine Ahnung, wie das geht mit diesen... Es gibt nur zwei Tasten, es gibt nur... Afrika, da ist auch Algerien schon scharf. Es gibt nur Passen und Schießen, mehr gibt's nicht. So, jetzt kann ich mir noch wenigstens... Was ist denn das für ein Fußballspiel, wo es nur Passen und Schießen gibt? Sind wir hier in England oder was? Ja, willst du noch die Taste für Schwalbe oder was? Bin ich Holland oder was? So. Blöd ist, dass mein Team gar nicht stimmt. Ich muss zumindest den Reus rausnehmen, das geht nicht. Das habt ihr nämlich wieder bei euren komischen Fußballgeschiss bei euren komischen Nummern immer vergessen, dass ihr da Leute spielen lasst, die gar nicht spielen können. Ich habe Mertesacker vorhin in der Bahn gesehen. Götze rein. Wie er es jetzt rechtzeitig noch zur WM schafft, ist mir ein Rätsel. Hummels rein. Wer muss denn daraus schmelzen? Das ist doch scheußlich. So. Mal kurz umbauen. Guck mal, Lahm und Schweinsteiger haben die gleiche Rücknummer, 87. Müller zu Lahm, Schweinsteiger zu Groß. So, jetzt Groß muss wohin? Moment, Özil, Klose, oh, ist das schlimm. Klose Mitte, Özil links, Götze Mitte, von mir aus Müller rechts, Lahm, Schweini bleibt drin, Hummels geht in die Mitte, näher hier hin. 2, 3, was ist das denn? Geht nach da und für Toni Kroos spielt Wenn da steht 4-2-3-1 als Formation, ja? Ist 4 dann das vor meinem Tor oder 4 Stürme? Nee, es sind 4 Verteidiger, 2 Mittelfeld, 3 offensives. So ist es. So. Nee, stimmt auch nicht ganz. Hä? Das ist doch alles. Also was, da ist dann A, passen und B, schießen. Wir können ja nochmal reingucken, vielleicht, ich weiß nicht aus dem Kopf. Ich bin schon fertig. Ich spiele mit Libero, oder? Das ist so eine neue, glaube ich, ganz aktuell. Dreierkette, Libero und 4 Stürmer. Wobei hier Algerien wahrscheinlich mauern wird heute Abend. Das heißt, du müsstest eigentlich so ein 9-1-1-System spielen. Also, mal ganz kurz. Beziehungsweise 1-9. Wo ist das jetzt mit den... 0-1. Egal. Wir starten Olympiastadion. Jetzt warte mal, nimm mal wenigstens das richtige Stadion. Warum macht er nicht automatisch das richtige Stadion? Was, bist du jetzt gerade bei 8 Minuten? Aber wir sind bei Testspiel. Was hast du denn hier eingestellt? Ja, man kann nicht Achtelfinale aussuchen. Ach so. So, Heiter. Passt, oder? Olympiastadion, was nehmen wir denn? Nehmen wir irgendwas... Gott, wo sind denn hier die? Was ich Spanisch anhört. Wo spielen die denn? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Brasilien. Nee, in Dings hier in. Ah, wie heißt denn das? Estadio Nacional. Cascadas. Ich weiß leider nicht, wo das ist, aber wir nehmen doch das. Ach, scheißegal, nehmen wir das Maracana. So. Und los geht's. Es wird geil. So ein Debakel. Ich werde so verlieren mit der komischen Kindersteuerung. Du kannst ja auch mit anderen spielen. Nein. Wenn, dann muss das ein faires Spiel werden. Der Macarena. Du hast nur Angst, dass du einen Punkt verlierst. Macarena. Ich gewinne sowieso. Wir können noch mal ganz kurz schon mal. Ach, jetzt seht ihr gerade. Jetzt schießen. Da siehst du, geht daneben. Mein Gott. Wir müssen noch. Also wir können kann nicht mal lupfen, oder? Du hast zwei Tasten. Voll in den Sack. Ja, der Klose, der hat es auch schon mal. Hallo, kann ich jetzt mal starten vielleicht? Ja, lädt ja gerade das Spiel. Ja, wie lange denn noch? Start jetzt. Drücken. So. Jetzt will ich aber noch ganz kurz, bevor es losgeht. Ja. Dann gucken wir jetzt noch. Ja, ich. So. Jetzt können wir nämlich ganz kurz nochmal in diese Steuerung, damit du das nochmal bei die Frage gestellt hast. Das wird bei Einstellungen sein, oder? Controller-Einstellung. Grundsteuerung. War da gerade, aber das hast du nicht gesehen. Zurück. Da, Grundsteuerung. Dass die nochmal erklärt wird. Da, guck an. Dann hast du halt einfach. Ja. Ist halt ein Pass. Das stimmt überhaupt nicht, ist ja die. Mhm.
Hä, wo ist denn die zwei Tastensteuerung? Taste 1, Taste 2, los geht's. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, was wo ist. Wenn, dann ist A, passen. Da schauen schon, kommt der Pass. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Achso, ich bin ja die Grünen. Das heißt, ich kann auch gar keinen, ich kann gar keinen langen Pass spielen, oder wie? Das ist ja voll scheiße. Jetzt heul halt. Wie ist mit Verteidigen? Hier gibt es halt auch zwei Tasten. Also ja. A ist passen und B... Ja, halt die Kindersteuerung geübt hat daheim. Nee, ich mag keinen Punkt verlieren. Nee. Das tue ich so oder so nicht. Wie sprintet man denn? Tja, mit einer von den zwei Tasten würde ich mal tippen. Nein, man sprintet mit irgendeiner der Schultertasten. Jetzt greift er ihn an. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Ja, er anscheinend nicht. Wie sprintet man denn? Wie normalerweise? Keine Ahnung, mit einer von deinen zwei Tasten. Mit A oder B? Oder nein. Mit B oder mit A? Nein. Wie normalerweise? Normal gibt's nicht. Das ist für Kinderscheiße. Du bist jetzt ernsthaft eingeschnappt, oder? Ja, es ist halt lächerlich. Es ist lächerlich. So, ich möchte jetzt... Das ist wie mit Stützrädern Fahrrad fahren. Stützräder Fahrrad fahren ist ja total super. Oder wie wenn man keinen Führerschein hat. Mit 30 Jahren. Ich stehe über solchen Sachen. Wenn du halt hier nachher mit 17:0 vom Platz gefegt wirst... Ich kann halt nicht mal einen langen Pass machen, verstehst? Oder geht das irgendwie? Ja, fast. Oh. Was passt da denn hin? Das ist allein schon Gold wert, weil du hier so rumheulst. Hey! Was war denn das? Das war halt ein langer... Sauber. Schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitte schön, der Ball ist hinten raus. Hinten raus. Oh, oh, oh. Und jetzt. Oh, der sah gefährlich aus. Spieler dazwischen war. Brahimi. Slimani. Geht doch einer da von den anderen dahin. Depp. Oh, 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 passt der denn hin? Wie sprintet man jetzt? Das finde ich echt mal das bisschen ätzend gerade. Ist mit der Schultertaste oder mit dem Trigger? Kannst du leider nicht sagen. Ja, da kommt was auf uns zu. Da kommt was auf uns zu. Ecke, oder? Mache ich das dann auch mit einer von den beiden Tasten? So die Ecke? Das lässt sich total unsympathisch dastehen. Was ist denn jetzt? Ein Elfmeter? Warum das denn? Weil du es verdient hast. Das war so billig. Yes. Aber wie kam es denn dazu? Hast du mich gefoult oder was? Ich weiß nicht. Können wir bestimmt eine Wiederholung sehen. Aber es war doch... Hä? Ich habe es auch nicht genau. Ich dachte, es wäre eine Ecke gewesen, weil der Torwart dachte da noch dran war. Dachte ich eigentlich auch, weil der Torwart am Ende noch... Oder es ist dann die ganz einfache Variante. Wenn der Torwart den Ball berührt ja, mit der Hand, dann gibt es Elfmeter. Da, schau mal, wie grantig die sind. Ja, zu Recht. Aber man sieht nur das. Komisch. Naja. Aber verdient. 19. Minute. Ich gönn's dir. So Schweinsteiger. Oh, das ist schön. Man kann dann auch gar nicht abschirmen, oder? Ja, doch. Oh. Uah, nicht doch. Hallo. Verfolgst du denn auch die WM aufmerksam? Ich habe 5 Minuten Fußball bisher geschaut. Das Spiel Deutschland gegen Portugal? War das Deutschland gegen Portugal? Kommt das hin? Ja. Gibt's das? Dann habe ich das geguckt, 5 Minuten. Das waren die schönsten 5 Minuten meines Lebens. Wie hält man sich denn von dieser... Wieso macht er denn da eine Flanke? Statt einen Flachplatz, naja. Wie ist das so, wenn die ganze Welt im WM-Fieber ist und man selber nicht? Also wie kommt man da so klar? Total gut. Ja. Ich bin jetzt aber auch nicht so einer Fußballhasser, der immer so, jetzt gucken alle Fußball, ich mache das extra nicht. Das ist mir alles... Also mir ist das halt aber einfach du denkst gar nicht dran, oder wie? Ja, spielen meistens wenn alle Dota. Drüber reden, dann spielst du Dota. Ist auch schön. Außer total. Halt, wenn gleichzeitig WM ist, aber... Ja, wieso? Komm. Ja, Uhr. Zack. Nee, nein! Nö, es ist ganz okay. Eigentlich... Bei den vergangenen Turnieren, so EM und WM, habe ich das immer geguckt. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ich habe gerade ein Tor geschossen. Ich habe das immer geguckt eigentlich. Ja? So, dann einige Spiele. Und dieses Jahr, das hat bei mir nicht so passiert. So, mein Gott, kommt bestimmt noch. Aber du bist doch so großer Bremen-Fan, oder nicht? Ich mochte, ja, mein Gott, das war einfach, weil ich da halt gewohnt habe. Und es ist irgendwie eine sympathische Mannschaft, ist halt. So anerkanntermaßen. Immer noch? Oder nur, als sie erfolgreich waren?
Nee, die waren ja gar nicht so lang und so oft erfolgreich. Ja, die hatten schon ihre gute Zeit. Ja, aber dann schon eigentlich schon lange nicht mehr auch, oder? Ja. Nee, schon von daher. Was? Naja, das fand ich jetzt aber auch übertrieben. Meine Mannschaft ist ja noch physisch, nee, psychisch angegriffen durch diesen ungerechtfertigten Elfmeter. Zu Recht, ja. Ja, zu Recht sind die halt stinkesauer. Weil es halt total... Oh, jetzt gibt es so Absätze, ne? Ja. Das mit den zwei Tassen ist gar nicht so schlecht. Da kann man sich nebenbei auch noch ein Brot schmieren. Zum Beispiel. Und was du hast gegen Fritz, hast du 10-0 gewonnen, ist das richtig? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich habe ganz oft den roten Knopf gedrückt vorm Tor. Ah. Kommentare immer. Die haben gar nicht das Freistoßspray. Was ist da los? Das was? Das ist doch bei dieser WM zum ersten Mal, haben sie so einen Rasierschaum, den sie immer dahin sprühen, wo die Mauer stehen muss und wo der Ball liegen darf und so. Was der Robben so blöd findet. Aber echt mal. Du kriegst dafür nicht mal eine Karte. Das ist halt... Okay. Wenn ich eine gelbe Karte kriegen würde, das wäre aber auch schlecht für den weiteren Turnierverlauf, weil dann dürfte ich am Ende mit manchen Spielern gar nicht mehr weitermachen. Ja, ja. Das wäre doch ein Schmarrn. Ne? Sehe ich genauso. Da. Raus. Oh, fuck. Das ist aber jetzt... Ah, ja. Hä? Die zwei Tasten überfordert. Fuck! Nicht schlecht. So. Doch, die du so billig Deutschland gekrallt hast, die irgendwie siebenmal so gute Stats haben, die Algerien. Ach, jetzt würde ich aus den Stats irgendwas machen. Hä? Die spielen ja trotzdem besser, da laufen du schneller. Du die Kindersteuerung, dann habe ich Mannschaftswahl. Das ist doch so nur fair, oder nicht? Wenn nicht, wenn du die gleiche Steuerung hast wie ich, dann... Die Flanke kommt gut. Klose. Ja, hallo. Ey, ey, ey. Jetzt geh halt weg. Boah, ist das erbärmlich. Es ist unglaublich. Was ist denn jetzt? Elfmeter? Hä? Ja genau, er kommt ihm noch gelb, weil er nichts gemacht hat. Er hat da schon hin, da voll reingegrätscht, Hübedes. Hä? Und das, der ist ja nicht mal gestolpert, das hat ihn nicht mal berührt. Ja, weil der halt mit beiden Beinen auf der Erde steht. Der hat es eh schon so schwer, der Hübedes. Mertesacker. Hübedes. Den kenne ich nicht. Der ist Schalke. Ja, jetzt, warum geht denn da keiner hin? Und dann geht, das ist unglaublich. Müller. Hummels. Götze. Das sind alles gar keine echten Namen, oder? Hummels oder Götze? Beides. Wo ist denn hier mein Mittelstürmer? Kurze Tür. Was soll denn das? Eckball. Kommt. Ja, ah. Sehr gut. Jetzt eine gute Flanke. Das war gerade so eine typische Müller-Bewegung. Slimani. Dann geht doch auch. Und wenn jetzt angenommen dein Team, ob jetzt Algerien oder für welches auch immer du dich entscheidest, dann ins Finale kommt und so, schaust du dir das dann auch an? Oder mein Team. Oder ja, angenommen, du bist jetzt doch noch irgendwie, interessierst dich dann doch noch für die WM. Ja. Und findest irgendeine Mannschaft gut, ob jetzt Deutschland oder irgendeine andere. Ich mag eigentlich immer Niederlande. Aha, und angenommen, die kommen jetzt ins Finale. Ja. Was machst du dann? Schaust du dir das dann an oder sagst du, nee... Ja, wenn ich dann schon so weit bin, dass ich ein Team mag, dann muss ich es mir auch angucken. Ja, aber du magst jetzt zum Beispiel Niederlande schon und hast aber die ganzen tollen Niederlande-Spiele nicht gesehen in den letzten Tagen. Ich dachte gestern, das wäre nicht so toll gewesen. Gegen was? Gegen... Weil die erste Halbzeit war nicht so toll. Mexiko. Du lenkst mich jetzt so... Hä, da ist jemand rot von mir. Verstehe ich jetzt auch nicht. Boah, das ist ja krass. Ein Spiel mit einem weniger ganz. Warum wird da jemand rot? Was ist denn da passiert vorhin? Vielleicht war das, weil du die rote Taste gedrückt hast. Nein, aber ernsthaft, was ist denn da passiert vorhin? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele ich mit einem weniger die ganze Zeit. Da schau, da Tor gemacht. Und dann auch noch so verladen. Ohne Wucht. Das ärgert mich jetzt aber echt. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht, wie es dazu kam. Naja, wir können es uns im Replay dann nochmal anschauen. Jetzt müsstest du vielleicht umstellen, hä? Oder nicht? Nee. Die Leute oder was? Es ist alles in Ordnung. Schiedsrichter, das ist überhaupt nichts in Ordnung. Ich finde das voll in Ordnung. Ja, super. Schön was gemacht. Ist denn dein Tipp für heute Abend? Ja, das, was wir hier rausspielen. Achso. Wir lagen bis jetzt ja immer richtig. Zumindest was die Anzahl der Tore anging, oder? Natürlich. 10-0. Weiß gar nicht, ob die jemals 10-0 gespielt haben. Das war ja 54 bei der WM so krass, was da für Ergebnisse gab. Echt, war es dann sowas? Ja, irgendwie Vorrunde Deutschland-Ungarn oder so. Das ist doch geil. Die sie dann am Ende gewonnen haben.
wie 9 zu 6 oder weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr hoch oder 8 zu 3 oder 8 zu 0, was weiß ich. Lässt sich so billig den Ball abnehmen. Jetzt geht doch einer dahin. Das war auch schon längst aus. Längst. Längst ein Begriff aus der Seefahrt. Ja. Hä? Sehr schön. Jetzt muss in der Mitte halt noch jemand mitgehen. Boateng, der ist ganz schön langsam heute. Zweikampf um den Ballbesitz. Aha, fuck it, fuck. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Das Spiel ohne Ball klappt. Müller. Jetzt muss es noch mit Ball klappen. Ja, dann mach doch auch was. Dann Pfosten! Mann! Das ist so ein geiler Spielzug gewesen. Kann man ja auch nicht wegkicken. Aber mir ist. Stark. Oh. Ja. Der hat nicht mitbekommen, dass der andere rot hat und hat gedacht, der. Das ist echt schon wieder so C-Jugend-Fußball. Oder F-Jugend. Alle auf den Ball. Jetzt muss er mit, auch wenn man mitkommt, so wird er sonst nichts. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht faulen, oder? Nee, es geht auch nicht. Das war ganz schön cool. Nee, gucken. Das war gut. Leider ist jetzt schon 60. Ich bin einer weniger, das ärgert mich total. Das macht sich schon bemerkbar. Tue mich hier. Komisch, dass ich da nicht souveräner. Faul ihn! Rot, Elfmeter. Ja, aber das war auch nicht. Nee, da natürlich nicht. Ja, das war alles okay. Wo siehst denn du einen Elfmeter? Ja. Und der Angriff wurde gestoppt. Oh, schön. Genau. Sicher, sehe ich auch so. Miro Klose. Philipp Lahm. Oh, was soll denn das? Hummels. Merte, jawohl. Götze. Fuck. Mesut Özil. Fuck. Ach Gott, der Özil. Das war der Pass von Mesut Özil. Schön ist das nochmal. Das hört man bei dieser WM leider öfter. Ist das so? Ich dachte, er wird ihm jetzt irgendwie mangelnde Einstellung vorgeworfen, habe ich gelesen. Aber der ist gut. Weiß ich nicht, den haben sie jetzt. Der will jetzt irgendwie sein Auftreten ändern. Unsere Kackpresse hat jetzt voll dem seine Einstellung zerstört. Ja, der singt ja die Hymne nie mit. Und dann überhaupt, was ist denn das für eine Körpersprache? Das ist doch ganz egal, was der für ein Fußballer ist. Ach so, Özil explodiert. Das war doch bei vor zwei Jahren, oder wann war das? Immer noch nicht explodiert. Ich glaube, dass in diesem Spiel Özil explodiert. Ich glaube, Waldi Hartmann wäre das ganz recht, wenn der Özil explodiert. Dann der mag den auch nicht, oder? Der Hartmann? Ja. Weiß ich nicht, der singt ja nicht einmal die Hymne mit. Der Waldi? Der Waldi glaube ich auch nicht. Ah! Mit der Freibier-Lätschen, wie er inzwischen im Fernsehen drin sitzt, hätte ich mir vor. Weiß ich nicht. Könnte ich die Hymne auch nicht mehr singen. Aber lassen wir das. Bin da ein bisschen schön, schön. Heute. Ja. Schöne Flanke. Jetzt muss das Tor noch her. Das gibt's ja nicht. Ja, allerdings. Es muss der Anschlusstreffer her. Anschlusstreffer. Und dann wird das nämlich noch was. Ach, da ist mit Schießen ist dann Grätschen oder was? Aha, ups. Das war jetzt bestimmt ein Fehler. Tolle Flanke. So ja, neuer. Ganz toll. Fuck, die Zeit läuft. Er macht es alleine. Er ist eigensinnig. Er ist starrsinnig. Ist er auch erfolgreich? Oh. Schön. Ah, wieder der letzte Meter nicht. Brahimi. Nein. Hüvedes. Der Schiedsrichter gibt der deutschen Mannschaft den Freistoß. Natürlich. Warum auch nicht? Warum rot? Was ist los? Bist du jetzt irgendwie frustriert oder wie? Das ist halt so erbärmlich. Das weiß ich gar nicht, wann schon die rote Karte diesen Elfmeter gab. Das ist halt totaler Scheiß. Wir können auch gerne nochmal ein Rückspiel machen. Ja. Aber halt dann mit richtiger Steuerung. Und dann kannst du dir auch die Mannschaft aussuchen. Das ist eine richtige Steuerung, bevor du mit nicht klarkommst. Das ist total öde mit der Steuerung. Ja, dann spielst du halt richtig.
Oh, Hackentrick ins Nichts. Ja, es war halt schon im Aus. Deswegen haben die es gar nicht mehr richtig. Fuck! Mesut Özil jetzt. Ah. Warum geht der nicht mehr hinterher? Das ist auch geil. So, dann hört er mitten dann auf, weil lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Was sind denn meine Leute? Da nicht. Aber da, ich finde die schon für dich. Ah, weil ich immer mit Vollgas in die Verteidigung reinrenne. Ja, ja. Na. Jetzt kommt eins noch. Schönes Deckling, sauberer Zweiker. Hast du das denn mit den Tricks im Griff auch nicht so, gell? Ja, doch, genau. Ah, du bist noch einmal umgelegt. Na, Falk, jetzt läuft schon. Ist auch ganz komisch, in dem Spiel wird wenn die Zeit über 90 Minuten läuft, wird es nicht mehr angezeigt, ne? Ist ein bisschen sehr seltsam. Wird dann angezeigt, dann hört er bei der 90 Minute auf, man weiß praktisch gar nicht, wo man genau ist gerade. Das ist ein wildes Rumgestocher hier. Das ist wie bei der WM halt, da brauchst du die Uhr gar nicht anzeigen, sondern gespielt wird so lange, bis Holland noch den Ausgleich schießt. Au! Hinten gut gestanden, vorne zwei. Jawohl! Bisschen antiklimatisch das Ganze. Wahrscheinlich war das hier, die rote Karte, 19. Minute, auch das Foul am Schweinsteiger. Das haben wir doch schon festgestellt, dass das halt dann im Elfmeter, da gab es die rote Karte. Aber warum? Kann man das nochmal angucken? Das würde ich schon nochmal gerne sehen. Ich weiß nicht, ob man das ganze Spiel angucken kann. Ansonsten müssen wir uns das im Replay bei unserem eigenen Let's Play nochmal anschauen. Ja, wenn man es da so gut sieht. Ach. Auf Wiedersehen. Jetzt zeigt mir das Tor, aber nicht. So, mal gucken, ob man jetzt nochmal zurückspringen kann wenigstens. Ich glaube nicht, dass man das ganze... Spielhöhepunkte, ja. 19. Tor. Das ist nur das Tor. Vielleicht kann ich dann da von da aus Hilfe schließen. Warte mal. Ja, er zeigt nur das Tor. Ja, aber warte, ich zeig dir das nochmal schnell. Schau, da schießt er und da ist der Ball im Tor. Ja, hast einen Elfmeter geschafft. Na gut, geil. Na gut, hast du dir einen Punkt erschubbelt? Ja. Gar nicht schlecht, Daniel. Das heißt, er erschubbelt. Das ist die Robben-Nummer. Ach, wenn man hier die Stats... So lange jammern, bis man einen Punkt bekommt. Das hat geklappt. Finde ich gut. Das heißt, ich liege jetzt mit 3 Punkten in der ewigen Tabelle gleich auf mit Fritz und bin nicht mehr Letzter. Fritz reagiert gar nicht. Aber ihr habt ja, du hast ja auch schon irgendwie 12 Mal gespielt und davon 3 Punkte geholt. Und ich habe, glaube ich, 5 Mal gespielt und davon 4 Punkte geholt. Also. Tja, aber ist ja egal. Punkt ist Punkt. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja, nächstes Spiel dann hoffentlich, je nachdem, wie es heute Abend ausgeht, Deutschland gegen... Weiß man das schon? Frankreich oder Nigeria. Ich tippe jetzt mal auf Frankreich. Okay. Wird ein hartes Spiel. Wahrscheinlich sind wir eh schon raus, aber wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao. Bis dann.